Welchen Weg läufst du jetzt lang? Den mit den Sperren oder was? Also wenn du dich jetzt an den großen Berg, wo bist du? Oh Gott, hier steht ein V3S im Wald. Mit Licht an. Ehrlich jetzt? Ja. Okay. Dann lass den Mutter stehen. Lauf mal den Weg mit den Sperren hoch. Dann sieht ihn rechts, siehst du ihn denn. Ich bin dann links in der Tanne. Hab ich mich verjagt eben, Okay, wir müssen auf jeden Fall hier weiter rechts lang. Wo ist denn der große Berg? Wir sind direkt vor dem großen Berg, ne? Du, ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich denke, wie gesagt, du sollst den Weg. Ich renne jetzt gerade bei dem Bach, der hinter dir ist. Bach, hinter mir. Wo ist hier bei dem V3S angucken? Nein. Was soll ich denn jetzt mit einer Karre? Das Safe Zone, oder nicht? Wenn er fährt. Ja, darum, ich trau mich da noch nicht ganz alleine hinzugehen. Ja, lass uns doch weggehen einfach davon. Nee, das ist interessant. Komm mal her hier. Nein. Doch. Was drückt denn an dem scheiß Track? Oh, da läuft einer im Wald, okay. Ich. Du hast gesagt, du bist links von mir. Ja, oder weil ich dachte, also, du stehst... Ich stehe hier neben, an dem Bach, Mann. Ja, dann komm mal zum... Ja, da ist da wohl keiner. Komm zum V3S hin. Och, nö. Nee, warte mal. Jetzt bist du da unten. Ja. Bist du gerade links hochgelaufen, den Berg? Ich bin gerade... Den Berg bin ich gar nicht hochgelaufen. Ich bin jetzt bei V3S. Bist aber nicht eben gerade rechts, links... Von mir aus gesehen, oder von dir aus gesehen, rechts hochgelaufen, da über diese Kuppe da. Doch ein bisschen, ein Stück, glaube ich. Ach so, meine Fresse, Junge. So, da ist ja alles im Eimer drin. Ja. Na, lass uns anbauen. Ja, wo ist jetzt der Berg? Da. Wir müssen hier rechts immer weiter umfassend laufen. So. Oh, warte mal, stopp mal. Was denn? Ich glaube, ich habe jemanden gesehen, gegenüber in dem Wald, wo wir eigentlich hinwollen. Okay. Scheiße, ich muss mal eben die Waffe wechseln. Oh, nee, ne? Was denn? Ja, super. Nachgeladen hast du. Ich hab Waffe getauscht, ja? Ja. Wo genau hast du, willst du da was gesehen haben? Mal. Ich bin der Meinung, an diesem Mauerstück da. Das, was hier direkt gegenüber ist? Ja, ja. Da geht ja ein Zaun in den Zaun. Da, er läuft. Warte, ruhig. Ja, ich bin ruhig. Nur ich, da sind zwei, also hier sind zwei. Doch, richtig geguckt, Mensch. Also zwei, warte mal, der Mann ist, denn sind das. Da sind es der zweite. Der sind das drei. Drei, oh. Ja, was machen wir jetzt? Naja. Wegholen. Wie laufen wir? Weiß ich noch nicht. Aber warte mal, lass uns mal eben ganz kurz beobachten. Wir uns nicht gesehen haben, obwohl wir hier so offen standen eben, ne? Du stehst ein bisschen offen jetzt in deiner... Ja, ich kann ja nichts sehen sonst. Von hier aus siehst du nichts, weil da Gefälle kommt. Ja. Ja, also, entweder gehen wir von hinten jetzt rein, wir laufen rüber, aber ich denke mal, die laufen zum Airfield. Ja, laufen sie wahrscheinlich auch. Zur Zeltstadt. Ja, oder die haben das selbe. Ja, warte, näher hier hinten. Ein bisschen weiter hinten, falls die nach hinten gucken. Ja, lass uns doch hier die Baumreihe gleich links lang gucken. Ja. Wer lang laufen. Oder nicht? Ja. Können auch weiter nach hinten gehen, wenn du willst. Weil da können die nicht hochgucken, wenn die runterlaufen.
Ah, ich wechsle mal eben die Waffe auf die AKM, ne? Meinetwegen. Wenn die irgendwo gleich im Busch liegen. Oh, wieder nachgeladen. Das ist halt auch scheiße, wenn du andauernd wechselst, ne? Das stimmt wohl. Hören tut uns dann auf 5 Kilometer. Riechst du, stuckst du dich oder was? Ich stucke. Okay. Ah, okay, warte mal, warte mal, warte mal, was ist das da hinten? Zombie gepult auf dem, vom Zeltlager. Der steht jetzt wieder. Auf dem Zeltlager oder was? Vorm Zeltlager, ja, ist eine freie Fläche. Da ist der Zombie gerade eben stehen geblieben. Mal so ein bisschen nach hinten, weil ich habe den so ein bisschen. Ja, das Zeltstadt selbst sehe ich jetzt nichts, oder sonst sind hier zu viele Gräser. Aber wir sind hier PvP-Zone, ne? Ah ja. Und das hier ja definitiv. Weil du von hier aus wirken kannst, ne? Wir müssen jetzt ein Stück weiter nach vorne, ich kann von hier hinten nicht wirken. Gut, ich komm mit. Oh, ja, du bist doch noch hier. Ja, natürlich. Das war hier aber irgendwo jetzt. Ach, hier war das. In der Tanne, ne? In der Doppeltanne. Ja. Aber ich habe definitiv eigentlich von mir links noch so einen Mauerwall gehabt. Da wo ich jetzt bin, da waren wir. Ah, okay, ja, alles klar. Oh, da gucke mal. Hm? Ich könnte schießen. Ja. Warte mal, Z-Ring. Bin ich jetzt auf. Ich meine, wir müssten eigentlich vorher mal einen Schusstest machen. Ich kann so nicht schießen, keine Ahnung. Ja, ich muss selber testen, aber anders geht's immer nicht. Wie machen wir das jetzt? Schießen wir auf den einen, wenn der stehen bleibt da? Probier du mal bitte meinen Schuss, ob ich richtig anhalte. Ich kann nämlich richtig zeroen. Guck mal, der steht da doof vor den Zelten. Warte, warte, warte. Ja, den ja, schieß. Warte. Was? Zu tief? Rechts das Zelt getroffen. Scheiße, ehrlich? Ja. Ist mein Charlie ist kaputt, glaube ich, warte. Ja. Er ist auch noch nicht rausgekommen. Ja, rechts das Zelt. Eingangshöhe? Ja. Okay, dann habe ich also 600 Meter. Hast du getroffen. Dann sind 600 Meter okay, gut. Okay, rennt da hinten. Rennt hinten raus. Egal, wir müssen Post wechseln. Oder uns die Büschen ruhig verhalten nehmen. Ja, warte, ich habe mit dem Charlie geschossen. Er hat nicht gehört, woher es kommt. Sehr gut. Und hier in der Umgebung? Weil, ja, bei mir war das ganz schön laut im Ohr, deswegen. Ja, du sitzt ja auch einen Meter von mir entfernt. Ja, okay, er kommt wieder zurück. Er kommt wieder zurück? Ja, er ist jetzt hinter den ganzen Zelten. Okay. Links, er ist rechts an dem großen Tarnzelt vorbeigelaufen, links und vorbei. Okay. Der steht jetzt irgendwo hinter den Loot-Zelten, oder? Da rennt er. Wo denn? Im Wald hinten. Okay, gesehen habe ich gerade auch Wald hinter den Zelten, ne? Ja. Da ist er gerade von rechts nach links. Da. Einer rennt drauf. Was? Einer rennt drauf, okay. Auf die Zeltstadt. Ja, rennt sporadisch mit einem schwarzen Marinerucksack. Einfach nur komplett durch.
Von vorne nach hinten. Er ist schon durch, oder was? Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe ihn rechts nicht weiterrennen sehen. Entweder hängt er da jetzt gerade in dem letzten Zelt. Ich glaube, ich habe Steps. Okay. Also von vorne, von vor uns, ne? Ja. Weißt du, was macht er denn jetzt? Oh oh. Was denn? Hätte jemand nachgeladen. Okay, also ich weiß nicht. Ja, ich pack meine Winchester auf den Rücken. Nehme die MP5 in die Hand. Machst du auch Nachladen? Nee, du machst keinen Nachladegeräusch. Nein, weil ich es in meiner Tasche habe, die Knarre. Ah. Okay, Steps. Steps vor uns. Hörst du? Ja, alles gut, ich höre dich, ja. Hörst du noch was? Ab und zu, ja. Müssen wir uns mal eben aufteilen. Einer guckt links von unseren Tannen, einer rechts. Ich gucke die ganze Zeit schon ein bisschen rechts, aber... Ja, ich gucke, ich kann beides, komischerweise. Ich kann ein bisschen rechts gucken und links. Dann sag du mal, wenn du rechts oder links was siehst, dann sagst du einfach nur rechts oder links. Ja, ja. Dann gucke ich ein bisschen nach hinten. Und ein bisschen weiter rechts rein. Mittig nach vorne sehe ich halt nichts, weil ich da die Tante direkt vor der Fresse habe. Ja, das macht nichts. Wenn der hier vor mir steht, dann höre ich das ja an Steps. Okay, hier ist jemand außer Atem. Hinter uns. Rechts von dir. 180 Grad rechts. Ja, ja, ich gucke. Der kommt hier bestimmt vorbei. Siehst du noch was? Du siehst so dieses kleine Holzhaus da hinten bestimmt, ne? Nee, das weit kann ich nicht gucken. Na gut, dann ist er, wenn du jetzt Richtung Holzhaus guckst, ungefähr, ist er nochmal 90 oder sag mal 40 Grad nach rechts und rechts zu dir war er eben. Okay. Dann mich, okay, er pickt hinterm Baum vor, ich sehe ihn. Guckt in welche Richtung? Er guckt. Nach rechts weg, also nicht zu uns, aber warte mal. Ich werde mich mal eben hier ein bisschen umpositionieren. Mach mal eben First Person, weil sonst sehe ich hier gar nichts. Oh, warte mal. Was denn? Ich warte doch. Ich sehe ihn. Wo? Alter. Hinter mir oder was? Er ist tot, ja, er ist hinter dir. Bleib ruhig, bleib ruhig, nichts machen. Oh. Er ist nicht alleine. Links ist immer noch einer. Oh! Getroffen, getroffen. Ich renn weg. Ich bin unconscious. Scheiße.
Der lag genau, der lag 5 Meter hinter dir im Busch und hat auch also in deine Richtung geguckt, aber ja. Löscht. Gott muss ich, ja, Entschuldigung. Eine Granate. Echt jetzt? Haben sie geschmissen, ja. Bin aber noch nicht tot. Ich glaube, die galt mir. Was dumm ist, wenn ich jetzt hier rausgehe, die gucken halt in die Richtung, weil du direkt bei mir warst. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Es wäre halt cool, wenn die sich nur unsicher sind, ob du halt richtig tot bist. Nur deswegen so denken, dass die mit mir jetzt an sich nicht groß aussehen. Ich bin tot. Ich weiß halt nicht, wo geschossen wird. Ah, wird geschossen? Ja. Ich weiß halt nicht genau von wo. Ja, das konnte ich bei den Schüssen auf mich auch nicht so richtig lernen. Ich weiß halt nicht, wo unconscious. Fuck. Ich hab halt nicht mehr gesehen, das waren zwei noch. Ja, das waren die drei, das waren die drei. Einen habe ich angeschossen. Der ist dann in eine Tanne reingefallen. Ich habe aber leider nicht mehr beobachten können, welche. Am Ende hat der mich jetzt aus der Tanne abgeschossen. Hä? Bin ich jetzt tot? Nee. Unconscious. Oder was? Bin hier. Ah ja, er rennt bei mir rum. Der gibt mir jetzt gleich den Gnadenschuss. Und zwar... jetzt gleich. Er legt sich hin und nimmt die Waffe. Hä? Nee, ich lieg noch neben wem anders. Ja, hinter dir lag. Ihr Wichser, ihr werdet gebannt. Ihr Wichser, ihr werdet gebannt, hat er gesagt. So? Keine Ahnung. Ach. Warte mal. Ja, liebe Freunde, damit hat sich das jetzt erstmal erledigt. Und ich werde das dann an dieser Stelle jetzt auch erstmal kurz beenden. Wir müssen jetzt wahrscheinlich im TS kurz auf dem Server nochmal klären, wer sich da jetzt gerade so ein bisschen ins Höschen gemacht hat und nachfragen, wieso der uns dann ganz tolle bannen möchte, weil er in der Nähe von der PvP-Zone rumrennt und sich wundert, dass er am Ende erschossen wird. Wir heulen ja auch nicht rum, ne? Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt erstmal klären. Vielleicht gehe ich danach nochmal online. Auf jeden Fall bin ich erstmal raus, weil das, ne... Da kommen dann andere wieder und die wollen dann nicht im Stream landen und ihr kennt den ganzen Scheiß. Ich danke euch auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und ansonsten sehen wir uns vielleicht später. Und bis dahin wünsche ich euch was. Euer Ganschat. Jo, ciao.